Hallo, hier ist Astro Becker. Ich erzähle euch jetzt mal kurz was über den Waage-Neumond, also die Waage-Sonnenfinsternis am Samstag, 14. Oktober um 19.55 Uhr. Waage-Neumond in der Finsternissaison muss kein Zuckerschlecken sein, auch wenn ich persönlich das Zeichen Waage auch mit Zuckerguss verbinde, der auch ungelungene Kuchen manchmal noch nett aussehen lassen kann. Dieses Jahr beißt auch die süßeste Maus keinen Faden ab. Es geht ans Eingemachte. Sonne und Mond zusammen. Bewusstsein und Unterbewusstsein, also erwachsene Gedanken und kindliche Gefühle, stehen bei jedem Neumond an derselben Stelle, im selben Zeichen, wollen also etwas Gleiches. Das Vorurteil über das Zeichen Waage lautet wohl, da sei alles ausgeglichen, aber weit gefehlt. Hier ist nicht alles ausgeglichen, hier wird alles ausgeglichen. Es ist die Arbeit, die Tätigkeit, das Wollen mit dem Ziel des Ausgleiches, das Thema von Waage. Die Situationen von Diplomaten sind eben nicht ausgeglichen, das tätige Wort soll das erst erreichen. Waage ist kardinale Luft. Das Luftelement besteht aus Gedanken und die kardinalen Zeichen sind die Anpacker. Hier sind also Worte und Gedanken am Werk, die etwas wollen. Hey, kannst du nicht mal, du, sag mal, wollten wir nicht schon immer zusammen? Das sind vage Satzanfänge. Man wendet sich also an jemand anderen. Es geht genau um das Gegenteil von Widder, wo der einzigartige eigene Standpunkt auf Siegertreppchen möchte. Es geht bei Waage um mehr als einen Standpunkt, der durchgedrückt werden soll. Es geht um Paarigkeit. Es geht um das Verstehen des anderen. Es geht um Beziehung und Gemeinsamkeit. Was können wir gemeinsam schaffen, wenn mehr Standpunkte beachtet werden? Wie bündelt man Kräfte? Die Waagezeit im Jahr ist also auch die klassische Partnersuchezeit. Dieses Jahr fällt der Waage-Neumond in die Nähe der Mondknotenachse. Das macht ihn zur Sonnenfinsternis. Und weil diese Finsternis in der Nähe des südlichen oder absteigenden Mondknotens fällt, wo einem potenziell eher mal etwas aus der schicksalhaften Vergangenheit an den Füßen kleben geblieben ist, ist das Motto dieser Finsternis alte Beziehungen. Es müssen jetzt im Beziehungsbereich alte, vielleicht nur mit Zuckerguss zugepatschte Wunden aufgehen, damit sie wirklich heilen können. Chiron steht als Pate für den Heilungsprozess genau gegenüber am aufsteigenden Mondknoten und verlangt, dass, wenn auch kleine, empfindliche Mäuseschritte, aber wirkliche Schritte getan werden, nicht nur Lippenbekenntnisse abgegeben werden. Die Beziehungsministerin Venus hat es schon in die heilkundliche Jungfrau geschafft, nach einem Sommer voller Rückbesinnung auf Liebesfestivals im Löwen. Und auch sie pocht auf die Lehren der Vergangenheit in Form von Saturn, der ihr den Zeigefinger aus der Fische-Märchenwelt gegenüber zeigt. Sie ist in guter Verbindung mit dem männlichen Anteil Mars, der im Skorpion auch über den Tellerrand der Gegenwart weit hinausgucken kann. Auch hier können Generationsthemen und Verbindung mit dem Ahnenwissen von früher sehr Vergangenes oder Vergangengeglaubtes zur Handlungsgrundlage machen. Vergangenheit der Beziehungen oder Beziehung in der Vergangenheit oder in die Vergangenheit. Verflossene Liebschaften und die Lehren daraus sind jetzt das große Thema. Und das mit Frau und Mann in guter Abstimmungsverbindung. Sie haben ein Sextil zwischen Mars und Venus. Da bräuchte man eigentlich nicht noch das Quadrat vom gerade direktläufig gewordenen Pluto zur Mondknotenachse, um zu wissen, dass jetzt richtig dicke Bretter gebohrt werden können in der Frage, mit wem ich mich verbinde oder verbunden habe und was daraus folgt für die Ewigkeit. Es bräuchte auch nicht noch den Fingerzeig Gottes aus der Vergangenheit, der durch Uranus und Neptun jeweils rückläufig durch ihr jeweiliges Quinkungs auf den Neumond geworfen würde, um herauszulesen, schaut auf Diplomatie. Was ist der Unterschied zwischen einem wirklichen Kompromiss und einer faulen Mauschelei? Alle Ideen, also Uranus, und Visionen, Neptun, sind schon mal da gewesen. Es braucht nur in der Waage den wirklichen Willen zum Ausgleich, den wirklichen Willen, die Zweiheit zu haben, sich zu verständigen, sich des tätigen Wortes zu bedienen, sich zusammenzutun, um gemeinsam zu schöpfen. Diese Themen gelten auf der ganzen Welt, auch wenn diese Finsternis nur auf dem amerikanischen Kontinent sichtbar ist. Das Wissen von früher steht zur Verfügung
um heute neue Gemeinsamkeiten auszuhandeln. Für heute werde ich, um es nicht zu komplex zu machen, nur kurz darauf eingehen, dass, wenn man den Ort dazu nimmt, in Bonn eine anfassbare Erdverbundenheit als Motto der nächsten 4 Wochen zum Tragen kommt. Mit Aszendent und MC in Erdzeichen und dem Neumond im Erdhaus 6. Während wir in Berlin mit Aszendent und MC in Luftzeichen und dem Neumond im Feuerhaus 5 eine ganz andere Kommunikationsfähigkeit sehen könnten. Ganz luftig differenziert, um zu sagen, dass jeder einen anderen Standpunkt hat, kann ich noch anfügen, dass die Entscheidungslinie zwischen Zwillinge-Aszendent und Stier-Aszendent schräg zwischen der deutschen Grenze zu den Niederlanden an der Küste bis im Süden bei Reit im Winkel reicht. Wobei das MC an der Küste dort noch weit im Steinbock auf dem Pluto zu liegen kommt, während es im Süden dieser Linie schon im Wassermann ist. Die Übergangslinie MC im Wassermann oder MC im Steinbock ist fast senkrecht von Ostholstein bis ins Allgäu nahe Kempten. Beide Linien schneiden sich ungefähr bei Herbolzheim. Um diesen Ort weitläufig herum hat man also zum Zeitpunkt des Neumondes beide Hauptachsen auf einem Zeichenübergang. Hier kann man also besonders differenziert auf die Lage eingehen oder besonders zwischen allen Stühlen sitzen und sich nicht recht entscheiden können, was ja auch ein möglicher vage Nachteil sein soll. Ich wünsche uns allen ein gutes Händchen, wenn wir dieser Tage Dinge und Entscheidungen abwägen, die dann für sehr lange Zeitperioden Auswirkungen haben werden. Ja. Gute Diplomatie hat lang anhaltende, gute, verbindliche Absprachen zur Folge. Dabei ist das noch so süße Mäuschen kein Faden ab.